Hallo Freunde, Freeclear von MagicBlocks.de. Wir sind im Vintage Cube Baby und zwar in den neuen Feeder Ligen. Und wir haben hier First Pick, Time Walk, aber wir haben relativ starke Karten noch. Und Bowmasters, auch was er sich gerne First Picken würde, ja, dann wird es schon ein bisschen schwächer. Memory Lapse ist eine gute Karte, Savannah natürlich, Balance im richtigen Deck. Fürs Aggressive, der Aspirant, der Iconoclast, wobei der meistens tabled. Aber ich denke, wir versuchen es natürlich mit dem Time Walk. Und Time Walk, so eine Karte, die sich leicht auch im Simic Shell so ein bisschen brechen lässt, wenn man ihn immer wiederholt. Okay, nächstes, wir haben eine Subtlety, die zumindest in denselben Farben ist. Ansonsten Grizzly Bill ist ganz cool, der könnte aber wiederkommen. Vom Spellchecker bin ich nicht so überzeugt. Ja, so richtig viel. Ich meine, das ist im Artefakt-Deck gut. Ja, ich denke, ich nehme einfach Subtlety. Das ist, wäre sowieso die einzige Karte, die ich hier drin wirklich will. Lily wäre eher so ein Reanimator-Style. Funktioniert aber auch zusammen mit Time Walk nicht so richtig gut, wenn man seine eigenen Handkarten ja auch abwirft. Also. Tamio ist mit Time Walk ziemlich cool. Wir wollen ein bisschen rampen, denke ich, um ihn früher rauszukriegen, um ja, einfach ein bisschen Mana-Vorteil zu machen. Und dann, ja, Planeswalker sind gut, die man aktivieren kann. Show and Tell. Wir haben Talisman, wir haben Watery Grave, wir haben Show and Tell, aber nichts zu tellen. Aber Show and Tell mit Time Walk ist schon auch ganz gut, selbst wenn der Opponent irgendwas Gutes reinlegt. Normalerweise Real das Show and Tell sogar. Was würde ich sonst hier so nehmen? Eins von den roten Removalen ist ganz cool. Watery Grave ist ein guter Pick. Man kann. Doughty ist ganz cool. Ich glaube, ich nehme mal das Show and Tell, einfach weil das Payoff oder das höher ist. Oh, wir haben noch einen Time Warp drin. Und natürlich einen Wardborn Tyrant. Also der Tyrant kommt auf keinen Fall wieder. Der ist super mit Flash, der ist gut zum Reanimieren, der ist cool mit Show and Tell. Time Warp könnte wiederkommen. Passt natürlich besser in unser Time Walk Deck. Aber ich glaube, ich nehme den Tyrant. Es könnte so ein Pick sein, der noch ein bisschen, der mir nochmal leid tun wird. Weil es gibt schon viele Kreaturen, wobei Atraxa, mit ihm können wir halt Natural Order irgendwann öffnen, wir können Flash öffnen und wir können in Reanimator gehen und wir haben schon das Show and Tell. Das heißt, der Tyrant ist schon einer der besten, muss man sagen. Interaktion wäre cool, also alles an Counterspells oder sowas wäre ganz cool. Eine Tamio würde ich nehmen. Egal welche, Planeswalker oder ein Einmana Tamio. Deep Cavern Bat finde ich eine schöne Karte, aber da ist tatsächlich Tamio Collector of Tales drin. Und noch ein Worldspine Worm. Wie viel haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Karten. Kommt die wieder? Was wird hier realistisch gepickt? Wahrscheinlich der Wurm. Die Bat ist sehr, sehr gut. Und dann hört es schon auf. Also ich glaube, ich muss sie hier picken. Okay. Wir haben Moxopal ultra spät. Den wir so früh eigentlich picken könnten, versuchen zu aktivieren. Wir haben den Sentinel, den ich super finde. Wir haben noch einen Talisman. Wir haben Mortuary. Hallowed Fountain ist auch noch spät drin. Ich meine, wir könnten versuchen, den Moxopal zum Laufen zu kriegen. Es ist eine sehr, sehr gute Karte in dem Deck. Und überhaupt eine sehr brokene Karte. Okay, Tropical. Ultra spätes Tropical. Das ist auf jeden Fall der Pick. Weil wir wollen auf jeden Fall Simic mit dabei haben, wegen eben diesen Regrowth-Effekten mit dem Time Walk. Kommt hier was wieder? Vielleicht kommt Omnath wieder. Dann nehmen wir mal die Tropical. Also der Opal-Pick ist auch so Upside-Sache, aber okay, wir haben Nadu. Was man machen könnte. Ich bin ein riesiger Fan von Chromehouse Sea Shark, vor allem mit Time Walk. Blunderer ist super. Wäre noch eine Farbe mehr. Ich glaube, ich nehme den Sea Shark. Noch eine blaue Karte. Nadu habe ich gerade nichts zum Aktivieren.
Seed Shark gewinnt. Das ist mein Booster vom Anfang. Ich meine, da wäre eine Savannah drin. Da wäre eine Huatli drin. Ja, mein Huatli kann man schon spielen. Sagen sind mit Time Walk auch ganz cool. Wir wollen auf jeden Fall sowieso grün sein. Die fixt uns noch. Woodfall Primus wäre okay, ich zum Show and Tell. Aber wir haben schon ein Target. Vielleicht kommt ja der Ding wieder. Wurzbein Worm, wobei ich das nicht glaube. Hier nehme ich, glaube ich, einfach einen Stomping Ground, falls ich rot splashen will. Gut, wir haben hier wahrscheinlich den Liberator für Sideboard. Bis jetzt, wir haben nichts gesehen für diesen Moxopal. Der sieht nicht machbar aus für uns. Wir könnten noch einen Gorge nehmen, aber ich bin kein Freund von denen. Ich glaube, ich nehme einfach den Liberator. Ist auch eine Kreatur, falls wir Natural Order finden für einen Tyrant. Ich hätte gern noch mehr Interaktion. Ich habe gerade noch gar keine Interaktion. Der Time Warp kommt wieder. Okay, den nehme ich. Da wäre No More Lies, aber ich habe bis jetzt noch keinen Vase gesplashed. Ich nehme hier den Emperor, werde ihn wahrscheinlich nicht spielen. Okay, Grove nehme ich sehr, sehr gerne. Und ein Kavu. Den nehmen wir Sideboard, auch wenn ich gerade auf der Wishlist rumgedrückt habe. Und wieder keine Power. One Ring ist sehr stark, Mana League ist sehr stark. Minsk and Boo ist insane, vor allem mit Time Warps und Time Walk. Wir haben Wasteland, wobei bis jetzt sind wir kein Wasteland Strip Mine Deck und Strip Mine wäre sowieso die bessere Wahl. Und wir haben noch einen End, der uns einen Splash fängt. Der könnte vielleicht wheelen. Das Mana League auf keinen Fall, aber ich glaube, ich nehme Minsk and Boo und habe hier schon mal meine Payoffs. Ist sogar die Frage, ob man dieses Show and Tell dann überhaupt braucht. Mit dem Tyrant zusammen. Okay, Flooded Strand findet uns Tropical. Das ist schon mal sehr, sehr cool. Das heißt, es ist ein dreifarbiges Fetchland. Fetchländer sowieso sehr, sehr gut. Ansonsten haben wir hier drin, was wir wollten. Die Bonnie Paul wird wahrscheinlich wheelen und die nehme ich dann sehr gern mit nach dem Wheel. Barrowgeif ist eine coole Karte, aber nicht in dem Deck. Ja, ich glaube, ich nehme den Flooded Strand. Und habe dann auch die Möglichkeit, Vase zu spielen. Ich würde sogar jetzt ein Vase-rotes Land nehmen, um hier vierfarbiges Land draus zu machen. Da ist noch eine Arid Mesa, die fetcht uns gerade auch gar nichts. Doch, ein Stomping Ground. Okay. Ein Bolt, ein Narset. Coveted Jewel ist nicht für unser Deck. Ich glaube, der Mox muss gehen. Das Triom. Aber wir haben schon grün-blaues. Once Upon a Time finde ich auch cool, aber Fetchländer sind einfach so unglaublich stark. Ja, ich glaube, ich nehme das Fetchland mit. Das findet uns gerade im Stomping Ground, das heißt, es ist rot-grün-weiß und wir haben hier auch ein weißes, das heißt, ein Weiß-Splash hätten wir mehr oder weniger for free. Wie immer, mehr Interaktion wäre gut, aber da war auch nichts drin. Okay, Daze ist doch super. Wir haben auch Renan Six für meine Fetchländer. Renan Six ist natürlich auch gut, aber vielleicht kommt Ren sogar wieder. Wir haben hier noch ein Triom. Oh, das, ich glaube, wir fürchten, wir müssen das Triom nehmen. Das ist ein weiß-rot-blaues Triom. Das nimmt meinen Arid Mesa quasi vierfarbig und das macht meinen Flooded Strand noch zusätzlich rot. Und damit auch vierfarbig. Also perfektes Triom für uns eigentlich. Okay, Elvish Mystic, wir haben hier cooles Removal. Wir haben Spellseeker, der uns unseren Time Walk findet. Cryptic, wobei, ja, Cryptic könnte es sein, aber Spellseeker finde ich eigentlich super. Spellseeker mit Time Walk kann man machen.
bin noch unsicher mit diesem Show and Tell. Mystic Confluence. Ich bin ein riesiger Fan von Mystic Confluence. Da ist auch eine ultra späte Academy drin. Aber wir haben, also dieser Artefaktplan ist tot für uns. Obwohl ich die Academy liebe. Und irgendjemand wird sich tierisch freuen, dass die so spät noch drin ist. Aber ich denke, wir nehmen die Confluence. Und ich glaube, ich nehme jetzt tatsächlich den Llanowar Elf. Einfach um unser Mana ein bisschen zu beschleunigen. Und uns noch die Möglichkeit offen zu halten, dass wir Natural Order ziehen im dritten Pack. Oder ein Flash. Bis jetzt sieht es eher so aus, als ob wir das Show and Tell cutten. Und ich habe jetzt immer... Ich habe leider... Was heißt leider? Aber ich habe meinen Mana fixen müssen, als Daze zum Beispiel drin war. Ich habe eins... Habe ich Spellpierce schon gesehen? Ich glaube noch nicht. Wir haben zumindest einmal Interaktion. Okay, wir haben ein Wheel. Wir haben Bitter Triumph. Wir haben Underworld Breach. Aber ich habe nichts, das damit kombot. Ich hätte eine Saheli. Oder wir haben sogar Chariot. Wollen wir einen Wheel-Effekt? Ich meine, Wheel-Effekt mit Time Walk ist schon ganz cool. Aber vielleicht nehmen wir eher das Chariot, einfach als Beater. Und der End kommt wieder, sehr schön. Den nehme ich mit. Sylvan Library, auch eine starke Karte. Aber ich glaube, ich will eher das Fixing und von dem End. Okay, hier ist nichts so richtig Cooles drin. Da wollten wir, was wollten wir da wählen? Ich habe es schon wieder vergessen. Ach, die Bonipal. Bonipal ist leider nicht drin. Ich nehme das Phantasmal Image mit. Wobei, wir könnten auch den Saurier nehmen. Aber ich glaube, ich hätte lieber das Image. Thieving Skydiver. Wir hätten noch einen Lush Portico. Skydiver auch cool. Ich glaube, ich nehme den Skydiver. Erstaunlich stark einfach im Vintage Cube. Finde ich zumindest. Hier spiele ich wahrscheinlich nichts. Ich könnte den Grazer spielen, falls ich noch eine Natural Order ziehe. Okay. Hier ist nichts mehr für uns, aber Shifting Woodland kann man zumindest in die Mana-Basis packen. Hier braucht man nichts. Und ein Scape Shift braucht man wahrscheinlich auch nicht. Okay, come on, Power. Und wir haben keine Power, wir haben Mana Drain. Brain Freeze super stark natürlich für denjenigen, der den Underworld Breach gepickt hat. Wir haben auch hier noch den Commercial District, der wahrscheinlich nicht wheelt, der super stark in unserem Deck wäre. Aber ich nehme gern das Mana Drain. Mir fehlt sowieso eine Interaktion und das ist mit das Beste. Okay. Wir haben Steam Vents, wir haben Hull Breacher. Ich habe keinen Wheel, aber Hull Breacher an sich ist schon mal super cool. Wir haben auch einen Fast Bond. Aber ich habe keinen Wheel zu meinem Fast Bond. Wir haben auch Teferi, aber ich habe schon Minsk entscheidet das Spiel. Ja, aber sonst nicht so viel, gell? Ich nehme mal Hull Breacher. Teferi könnte tablen. Die Frage ist, ob wir Steamvents brauchen. Aber wir haben hier ein Triom, das uns den Rotsplash ermöglicht. Zumindest nicht ungetappt, aber Huatli macht es noch. Plateau. Plateau ist tatsächlich cool. Plateau gibt uns auf Flooded Strand noch rot und es ist ungetappt. Wir haben ja noch ein Stern Scolding drin. Und eine Titania. Aber ich glaube, ich nehme das Plateau. Mein Vaultborn Tyrant Show and Tell Plan sieht noch ein bisschen shady aus, wenn ich ehrlich bin. Sieht noch nicht so aus, als ob das was wird. Nochmal ein Weg, Time Walk wieder zu finden oder Time Warp wäre cool. Snapcaster zum Beispiel wäre ganz cool. Okay, Force of Negation ist doch cool. Da ist auch ein Sneak Attack drin. Aber ich habe nur ein Target.
Weil die Force of Negation. Ich glaube, die gefällt mir ganz gut in meinem Deck. Gibt mir nochmal Interaktion. Vor allem eine Force in dem Time Walk Deck. Ganz cool. Würde uns zum Beispiel erlauben, für Minskin Buu auszutappen und dann in Ge Opponents Zug die Force offen zu halten. Okay, hier ist noch ein Spell Pierce drin. Das nehme ich sehr, sehr gern. Spell Pierce ist eine super starke Karte. Noch eine Karyatüte, eine Lotus Cobra. Aber ich denke, ich nehme das Spell Pierce. Oh, Frosch. Ich liebe Frosch, aber leider nicht in diesem Deck. Wir hätten noch eine Battlesphere als Show and Tell Target. Pick your poison für Sideboard. Könnten Arwen spielen. Ich weiß nicht, ob wir Goyf wollen. Ich nehme mal die Battlesphere mit. Auch wenn wir sie wahrscheinlich nicht spielen werden. Okay. Probe ist stark. Lifesteal ist Show and Tell technisch sehr, sehr stark. Wir haben aber noch Birds. Ich glaube, ich will die Birds. Ich glaube, Birds in unserem Deck, um auf unsere 4 Drops zu rampen, ist ganz cool. Wenn wir schon in Grün sind, dann müssen wir den Ramp auch nutzen. Wir haben Mystic Confluence, wir haben Time Warp, wir haben schon teure Karten im Deck. Und ich glaube, die Mew Battles 4 könnten wir tatsächlich spielen, weil wir haben auch noch Mana Drain neben den Show and Tell. Dann könnte ich Show and Tell drin lassen für dieses Random Out von meinem Vaultbound Tyrant. Und der triggert nicht so richtig viel sonst, halt von meinem Chariot. Wobei, nee, die kommt nicht als Kreatur ins Spiel, aber der ist eben selber schon sehr, sehr gut. Liberator weiß ich nicht, ob man den im Main Deck spielt. Wahrscheinlich nicht. Das heißt, den könnten wir noch cutten. Bis jetzt sind wir auf 16 Länder mit einem Cycler. Okay, True Name. True Name, den nehme ich. Hier ist auch ein Smuggler's Copter drin, der sehr, sehr cool wäre. Aber ich glaube, ich nehme den True Name. Hexdrinker auch eine super Karte. Und wahrscheinlich sogar der Pick hier. Hedgemaze, super. Können wir fetchen und ist eine Surveillance für unsere Mana-Basis. Das nehmen wir gerne. Ich glaube, den Liberator tun wir auch noch. Wir haben den Thieving Skydiver. Wollen wir einen Thea Sander? Wenn wir haben kein schwarz fetchendes Land. Wollen wir Temple Garden? Wahrscheinlich auch nicht. Bei Temple Garden. Ja doch, Temple Garden könnte sinnvoller sein. Und hier wollen wir nichts, wenn wir ehrlich sind. Ich nehme mal den Wayfinder raus. Okay. Boseichu und Cobra kommt wieder und das Scrubland. Boseichu ist, glaube ich, immer ein cooler Effekt zum haben. In der Mana-Basis. Jo. Mein Deck sieht okayisch aus. Mein Show-and-Tell-Plan ist immer noch so eine Sache, ob man den wirklich durchziehen will. Schauen wir mal. Also, packen wir mal die Länder weg. Ja, das wäre es eigentlich schon. Ne? Ich lasse es mal drin, das Show-and-Tell. Vaultbound Tyrant oder Battlesphere Turn 3 reinlegen ist schon gegen viele Decks sehr, sehr gut. Und dann. Dann schauen wir mal, was wir an roten Quellen haben. Das heißt, wir haben die zwei Fetch-Länder. Plateau, das ungetappt fetcht beide. Wir haben das Triom und einen Stomping Ground. Temple Garden ist drin, um Arithmesa nochmal grün fetchen zu lassen. Ja, ich glaube, das ist okay. Das heißt, fünf Quellen für Buu, für Minskin Buu. Das ist in Ordnung.
Und wir können den Stomping Ground sogar cyclen. Das heißt, wir haben 6 Quellen. Dann grün haben wir 1, 2, 3, 4, 5, dank dem 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, und blau ist wahrscheinlich das Schwierigste zu fetchen. 3, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Quellen. Also wir haben hier vorne auch noch 7. Das heißt, wir brauchen 3 Blau, ein Forest, das hört sich vernünftig an, ja. Können wir sogar noch ein Land mehr spielen. Und wir haben relativ viel Doppelte, also ich würde nochmal sogar eine Island mehr spielen. Ja, so kann man es machen. Deck sieht okayisch aus. Schauen wir mal, wie wir uns schlagen und ob wir ja den Invite holen zu diesem 64 Player Teil. Dann sehen wir uns gleich. Ciao, ciao. Okay, wir haben den Opponent gefunden. Goldilocks spielt auch ziemlich viel Vintage Cube. Ah, die Hand macht nicht so richtig viel, aber ich kann zumindest Turn 1 einen spielen. Vielleicht sogar Turn 1 Drop, cyclen. Ich habe den Skydiver, falls wir gegen Artefakt-Deck spielen. Ich halte es mal. Wahrscheinlich hole ich mir den Stomping Ground. Monorot. Wobei Monorot ist zumindest ein komischer Anfang. Ja, ich glaube, ich hole den Stomping Ground. Relativ viel gute Draws hier jetzt. Hexdrinker zum Beispiel ist einer, ja. Ich meine, wenn er jetzt stirbt, if he dies, he dies, gell? wir haben nicht so richtig viel zu tun, deswegen würde ich einfach mal Hex trinkern. Und falls er überlebt, können wir nächste Runde auf 3 kriegen. Caracas, okay. Jo. Bye bye, Hex Trinker. Okay, Tamio ist ganz okay. Kann man machen. Aha, Inti. Inti ist kein Highlight. Ich glaube, ich slam meine Tamio und tick hoch und versuche Time Walk zu finden. Minskin Boo ist im Friedhof. Das heißt, wenn Tamio überlebt, können wir Time Warpen. Minskin Boo auch mit dem Karakas auf dem Field ist nicht so der Ultra. der Ultra-Hit. Inti eine super starke Karte in diesen aggressiven Decks. Schauen wir mal, was exiled wird. Oh, Chandra discarded. Oh, Suche nach Ländern. Boneheart Trackersword ist auch sehr schön, dass der weg ist und gut zu wissen. Also wir spielen gegen auf jeden Fall gegen rotes Aggro-Deck. Okay, Talisman. Den können wir sogar stehlen. Oh, Fury. Fury Exile Raptor. Tja. Meine, ich könnte Time Warpen und dann nächste Runde Birds spielen. Ich komme nicht voran. Aber zur Not kann ich immer noch. Fury war sehr gut, leider. Okay.
Okay, wir können auf jeden Fall Vaultborn Tyrant casten, wenn wir uns ziehen. Inti haut uns nochmal. Okay, Fractured Identity auch im Deck. Verrückt. Okay, ein Triumph getroffen. Okay. Ich meine, ich habe nichts Besseres zu tun. Es ist nicht der coolste Time Walk, den man spielen kann, aber es gibt mir zumindest noch mal einen Zug. Ich kann immer noch meinen Vaultborn Tyrant ziehen. Oder halt einfach noch einen Llanowar Elf, ja, okay. Ich befürchte, dass der Skydiver an sich es nicht schaffen wird. Aber wir haben noch die Battlesphere im Deck als Finisher. Wir haben noch den Dino im Deck. Unsere zwei Walkers sind weg, leider. Wir haben noch einen Mythic Confluence im Deck. Könnte auch auf jeden Fall Action bringen. Und ich glaube, ich spiele auch die Llanowar Elf. Die Fury ist weg. Halbreacher, ja, okay. Haben wir auch im Deck nebenbei. Okay. Jetzt gibt's hier ganz schön Action. Ich sehe so nach dem Motto Screwbeats Flatten. Sollte man wahrscheinlich schon was jumpen. Denn ich brauche die Elfen nicht dringend. Dann müssen wir auf jeden Fall mit unserem Skydiver hinten bleiben. Boah, okay. Bombardier ist auch im Deck. Starkes Deck von Opponent. Huh. Okay, Gut auch im Deck. Auch super starke Karte. Okay. Das könnte hart warten. Okay. Und ein Rainforest mit der Layla sogar Exile. Das heißt, die kann man. Könnte man casten. Ja, ich brauche jetzt auf jeden Fall einen guten Draw. Sonst war's das. Subtlety. Subtlety ist nicht der beste Draw, aber es ist zumindest ein Blocker. Okay, den muss ich countern. Ist leider ein Problem jetzt. Je nachdem, wie sie wachsen, kann ich nur jumpen und nicht traden. Weil ich kann auf jeden Fall nicht traden. Weil ich muss meine Birds vom Mana tappen.
Und da liegt noch eine Firebolt im Friedhof. Okay. Heißt, ich kann zumindest den Halbreacher traden. Okay, mein Opponent hat keine Handkarten mehr. Ah, der trampelt. Ja, okay. Stimmt, Inti gibt auch Trampel. Okay. Die brokenen roten Dreidrops waren zu viel. Können wir dagegen was bauen? Random Sunfall. Kriegen wir das rein mit unserem Mana? Ich meine, ich habe eine Quelle, zwei Quellen, dann drei, vier, fünf, sechs, sechs, sieben Quellen, wenn noch eine Island. Sieben Quellen könnten fast genug sein. Aber ich hätte gern noch eine Basic Planes, damit ich die mit Wadley finden kann. Was nehmen wir jetzt raus noch? Ich glaube, der Show-and-Tell-Plan ist ganz gut. Halbreacher blockt. Tesmal Image ist, glaube ich, gut. Vielleicht braucht man das Spell Pierce jetzt nicht dringend. Ich habe jetzt nicht so viele Non-Creatures. Ah, wobei. Planeswalker ist drin, den man erwischen kann. Vielleicht wollen wir die Force cutten in dem Matchup. Und es so versuchen. Okay. Turn 1 Spell Pierce, Turn 2 nichts, aber einen Draw offen. Ich versuch's. Chariot ist auch auf jeden Fall cool gegen das Deck. Sport zumachen mit zwei Zweiern. Kann man machen. Ja, das Sunfall sieht schon echt shady aus, aber ich meine, ihr habt es ja gesehen, ich habe acht Quellen und noch eine neunte reingebordet, die eine Plains. Okay, Opponent noch am Überlegen. Wenn wir noch einen Mana-Dog ziehen, wird die Hand deutlich besser. Ja, schauen wir mal. Die kann sich entwickeln. Ich glaube, sie ist auf jeden Fall besser als eine random 6-Karten-Hand. Ja, das ist in Ordnung. Triom ist auch kein schlechter Draw. Dann haben wir weiter ins Spell Pierce offen und können dann nächste Runde halb reachern und je nachdem dann vielleicht Minsken Boost lemmen. Okay. Der Drache ist wieder weg auf jeden Fall, sehr schön. Okay, das ist unser viertes Mana für Minsken Boo, sehr schön. Und unsere zweites Weißes für Sunfall, auch sehr schön. Ja, blocke ich auf jeden Fall mit meinem Halbreacher. Arena of Glory, okay. Okay, Minsk, let's go, let's go.
Ja, ich hätte gerne ein Minsk. Ich greife auch an, scheiß drauf. Nächste Runde kann ich Chariot legen und Spalpios offen lassen und Buu schmeißen, wenn es sein muss. 4 ist normalerweise schon relativ viel. Die Haster haben alle, wenn sie angreifen, 3 Power, normalerweise in Rot. Außer natürlich Bombardiers. diese Draws, Opponent, was soll das? Müssen wir überlegen, ob wir sogar. Ah, wobei. Ich will nichts gesagt haben. Noch sind wir vorne. Wir haben Time Warp. Ich spiele die Chariots und lasse Spalpios offen. Und schauen wir mal, ob das ausreichend ist. Fury wäre natürlich ein Problem, wobei Fury die zwei halt töte. Ja, doch, Fury wäre ein Problem, eindeutig. Wir haben keine Kreatur. Okay. Sowas wie Chandra wäre in Ordnung. Irgendwas, das sich Spell piercen lässt. Okay. Ich könnte doppelt blocken, dann müsste der Robber, kann dann einen abschießen, aber schießt wahrscheinlich das hier ab. Von dem her, wenn man den Robber wirft, um einen Cat-Token abzustellen, soll mir das recht sein, weil das ist im Gegenzug dann immer noch lethal. Wahrscheinlich wird dann Buu abgestellt, ja. Come on, Kreatur von oben. Oh, okay, ist sogar getradet. Den Trade nehme ich an. Den Trade nehme ich an. Auch wenn das dann damit nicht mehr lethal ist, aber ich habe noch den Board Wipe auf der Hand, der mir einen Token bringt. Der, wenn das Board groß genug wird, auch mein Chariot gleich crewt. Deswegen habe ich ja das Land gespielt nebenbei. Ich habe jetzt nicht drüber geredet, aber. Okay. Ja, okay. Dann traden wir hier. Merkwürdiges Spiel. Wirklich merkwürdiges Spiel. Okay, Research Desk. Aber warum dann das Land zuerst spielen? Ist ein bisschen komisch. Aha, okay. Um es zu sacken sozusagen. Das macht Sinn. Olifant und Caracas. Aber warum nicht das für einen 4-1er-Sacken?
Okay, verstehe ich nicht. Verstehe ich alles nicht. Dann schauen wir mal. Vielleicht haben wir ja einen vernünftigen Draw. Show and tell. Okay. Ja, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Fractured Identity. Ich meine, ich kann es sowieso nicht verhindern. Ich kann dann zumindest Spell piercen. Vielleicht wird Opponent greedy und sackt das Chariot. Hey, sackt wahrscheinlich den Talisman. Ist jetzt auf 1. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall Sunfall. Nehmen 6. Huatli. Huatli, okay. Ich spiele auch Huatli, weil es mein zweiter Attacker ist. Ich habe noch ein Basic, das ich spiele für Spellpierce, auch wenn das Spellpierce wahrscheinlich nicht live ist. Karakas kann sie bouncen natürlich, aber irgendwas ist ja immer. Wenn ich Time Walk ziehe, dann kann ich die Huatli wieder spielen, Time Walken und dann mit zwei letalen Attackern angreifen. Das ist ja auch machbar. Opponent braucht immer noch einen Crew hier. Und das Mana, es wird auch nicht mehr, sage ich mal so. Von dem her. Schauen wir mal. Bone Crusher scheint, okay, der Crude auf jeden Fall. Und blockt auch meine Huatli. Jetzt ist die Frage, ob er das Karakas Clay benutzt. Ja, okay, fair. Kann man machen. Dann schauen wir mal. Generous End. Opponent hat noch eine Handkarte, deswegen habe ich nicht geshow and tellt, sondern einfach gecastet. So habe ich jetzt weiterhin das Spellpierce offen, das bis jetzt einfach Stone Cold Nothing gemacht hat. Und ich kann den Incubator-Token noch animieren. Okay. Fair. Ja. Okay. Ich glaube, ich greife mit beiden an. Biete den Trade an. Spiele ich Spellseeker auf Time Walk und spiele die Huatli. Kann jetzt hier traden und hier jumpen. Bouncen geht hier nicht, weil es meins. Okay, das soll es sein. Ich glaube, das Spiel geht an uns. Können wir uns gleich in Spiel 3 verabschieden. Okay, nochmal, nochmal.
Sideboard, schauen wir mal an. Spare Pierce war echt richtig mies, aber wir wissen, es gibt einen Walker. Wollen wir Force of Negation stattdessen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es schon so in Ordnung. Wollen wir den Liberator? Wahrscheinlich können wir noch einen Beater brauchen, ja. Dann ist wieder die Frage, was rausgeht. Ich finde immer noch, das Show and Tell ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und das Wardbound Tyrant ist schon vernünftiger. Vielleicht cutten wir das Bell Pierce oder wir spielen es einfach so. Wir haben relativ viel Mana. Okay. Das kann mir Drop finden. Ich habe zwei weiße Quellen. Ich glaube, ich halte das. Wenn ich Show and Tell ziehe, kann ich die Battlesphere reinlegen. Okay. Dragon Rage Channeler Turn 1 ist natürlich das Schlechteste überhaupt. Da ist leider die Drop, die ich cyclen wollte, aber dann starten wir so, damit wir Spare Pierce offen haben. Okay. Sea Shark. Sea Shark ist eine sehr starke Karte, die nehme ich gerne. Und ich glaube, ich gehe auf meinen Hedge Maze, um zu surveillen end of turn jetzt. Und habe dann nächste Runde, entweder lege ich einen Sea Shark oder ich habe Hullbreacher offen. Okay, Mountain Cycling. Da wird er, glaube ich, immer noch nicht aktiv. Für ein Triom. Ja. Ich glaube, ich habe lieber Doppelblau, damit ich und noch ein Spell Pierce offen für den Sea Shark. Das heißt, ich gehe auf die Hedge Maze. Oh, das ist greedy, aber ich lasse es mal oben. Ich lege den. Ich werde jetzt Hullbreachern. Und dann nächste Runde Sea Shark und Spell Pierce offen lassen. Wenn ich da irgendwo dazwischen noch mein Land ziehe, dann sieht es ganz gut aus. Vielleicht hätte es Confluence doch weg müssen, aber die ist einfach. Die kann uns das Spiel gewinnen. Okay, Arena of Glory ist scary. Da könnten jetzt die Bombardiers kommen. Gegen die machen wir auch wenig. Okay, Gut. Verstehe. Die Frage, ob der Dragon Rage Channeler gesackt wird. Wahrscheinlich schon. Ja. Ich spiele mein Hullbreacher einfach, um Blocker zu haben. Und dann machen wir das Play, von dem wir gesprochen haben. Gott, ist so eine gute Karte. Unglaublich. Ja, ich hätte die Mystic Confluence weglegen sollen. Das war wahrscheinlich der Ultra-Punt. Da war ich zu greedy. Aber wie gesagt, die bounce halt die Token auch. Wir haben gegen ein paar Sachen sonst kein Out. Tja, ich bin gespannt. Gibt viel, was uns killt. Bombardiers zum Beispiel killt uns. Oh,
Oha, Dragon. Dragon ist auch insane gut. Jetzt brauchen wir ein Land von oben, damit wir Sunfall spielen können. Ich glaube, ich doppelblock hier den Menace-Typ. Und lass Gat noch mal eine Runde leben, weil ich will ein Land ziehen. Ich meine, sonst nehme ich 9. Come on, Land. Okay, noch mal eine Chance. Und ich kann noch einen Blocker legen, falls ich es nicht ziehe. Tja, und jetzt? Ich glaube, ich muss den True Name legen und mit allem hinten bleiben. Weil der Drache mich allein auf 1 bringt und ich kein Spell Pierce mehr offen habe. Okay, Bone Crusher scheint. Das war's, schade. Okay, GG. Schade, schade, schade. Das Deck hätte es weiterbringen können, aber so ist es halt. Dann sehen wir uns beim nächsten Versuch. Ciao, ciao.